Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, heute möchte ich dir gerne einmal zeigen, was für Weihnachtsgeschenke ich bekommen habe, denn das interessiert vielleicht den einen oder anderen von euch, um es einfach so als Geschenkeidee zu nehmen für jemanden, der jetzt bald Geburtstag hat oder keine Ahnung, für nächstes Jahr Weihnachten oder für Ostern oder was man sich selber wünschen könnte. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Zuallererst, ich hoffe, ihr hattet alle ein wundervolles Weihnachtsfest. Bei mir ist es, wie man hört, doch etwas heftiger geworden. Ich bin jetzt auch heute ungeschminkt, vielleicht mache ich nachher noch ein Schminkvideo. Aber ja, ich bin eigentlich krank ein bisschen, aber ja, ein bisschen erkältet. Sonst bin ich nie erkältet. Aber dieses Jahr hat sich mein Immunsystem gedacht, nein, Claudi, so nicht. Ja, und hat mir einfach mal eine Erkältung verschafft. Deswegen sitze ich hier auch nicht mit Kaffee, sondern mit Tee. Yay. Das ist irgendwie so ein Stimmgold-Tee mit Eukalyptus, Thymian und Salbei. Von Herbaria ist es, glaube ich. Herbaria.de. Ich glaube, das hatte ich mal irgendwo in der Box mit drin. Oder ich habe es im Tauschpaket gehabt. Naja, auf jeden Fall. Wie war mein Weihnachten? Es war turbulent. Es war viel. Viele Leute gesehen. Und das größte Weihnachtsgeschenk, was ich eigentlich bekommen habe, ist, dass ich einfach für mich so diese Herzenswärme bekommen habe und dass ich gemerkt habe, okay, die Leute in meinem Umfeld mögen mich, ich mag die Leute und es ist einfach diese Herzlichkeit gewesen. So, das war für mich eigentlich das größte Geschenk, dass alle gesund sind, also ne, jetzt nicht schnupfen krank, sondern alle sind gesund und munter und sie sind da und sie sind in meinem Herzen. Das war für mich das größte Geschenk. Ich habe viele Menschen gesehen, denn meine Familie ist groß. Also sowohl meine Eltern als auch die von meinem Freund sind getrennt. Dementsprechend hatten wir vier große Feste tatsächlich. Aber es war schön. So, und jetzt zeige ich dir einfach mal, was ich so bekommen habe. Jo, ne? Es sind außergewöhnliche Geschenke teilweise auch mit dabei. Es ist nicht dieses Klassische. Ich fange einfach mal mit dem Klassischen an, was ich von meinem Freund gekriegt habe. Wir haben uns nämlich gegenseitig beim Wichteln gezogen. Wir wichteln nämlich in seiner Familie und er hat von mir die Echo Show 5 bekommen. Genau, und ja, dann war er mein Wichtel und wir haben beide das Budget gesprengt, weil wir einfach ja auch wussten, dass wir uns gezogen haben. Und wir haben uns auch Heiligabend gewichtelt, deswegen war das total super. Und ich hatte auf meinem Wichtelzettel natürlich einiges von Too Faced stehen und das habe ich dann auch entsprechend bekommen von ihm. Oh, ich, ja, saß auf meinem Stühlchen, als ich das ausgepackt habe und habe mich gefreut wie ein Schnitzel und meine Schwägerin saß neben mir und guckte die ganze Zeit, ne? Und sie packte dann halt auch so Bücher und sowas aus und dann guckte ich so und sagte sie auch irgendwann, ja klar, die tauschen wollen wir wahrscheinlich nicht. Nein. Okay, ja, okay, ich fange einfach mit dem ersten an. Das ist Too Faced, Merry Christmas to You, ne? Das ist dieses wunderschöne Weihnachtsset, Weihnachtsset. Und das besteht aus vier verschiedenen Teilen. Das hole ich doch einfach mal raus. Ja, man hat quasi in diesem Set diese niedliche Tasche, die einfach, ach, extrem cute ist, ne? Also die finde ich extrem hübsch. Mit Erdbeeren, die Kussmünder haben und Sommersprossen aus Gold und Härchen aus Gold, ne? Es ist Tiffy Hallo und hat hier auch noch so ein Too-Faced Herzchen mit dran. Ach, es ist einfach so großartig, niedlich, goldig, knuffig. Das ist voll meine Tasche. Ja. Dann gab es dabei die Better Than Sex Mascara in der Full-Size-Größe. Und dann ein Grin and Bear It Lip Gloss, oder wie heißt der? Yummy Rummy heißt der. Genau, ein Comfort Lip Glaze. Genau, den habe ich in der Farbe Grin and Bear It. Und jetzt habe ich den auch noch in der Farbe Yummy Rummy. Total super. Also es ist eine schöne Farbe, das hat so einen schönen Goldschimmer mit drin. Ich meine, ich kann das ein oder andere... Nee, ich wollte mich ja gleich noch schminken, ne? Ich kann swatchen, genau. Swatchen kann ich. Oh. So eine richtig, richtig geile Farbe, ne? Hübsch ist das. Es ist einfach hübsch. Und ich weiß einfach, dass diese Farben auch sehr, sehr lange halten auf den Lippen. Und dementsprechend, ach, ich habe es total gefeiert. Ich habe es mir auch gewünscht, aber ich habe es gefeiert, als er das... Er hat es halt ausgesucht, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Sachen von Too Faced ich draufgeschrieben habe. Und er hat dann ja aussuchen können, was er mir schenkt. Und dann war hier noch ein Blush mit drin. Strawberry Fruit Cocktail Blush Duo. Das ist quasi so ein Schimmerblush und ja, ein pinker Blush und die kann man eigentlich am besten so vermischen und dann auftragen. Oh, guck dir das mal an, was hier im Deckel steht. Ist das nicht unheimlich niedlich? Ah, ich raste aus. Das ist einfach Claudia. Claudi hoch 5 Milliarden. Merry Berry Christmas. Ja, genau. Ne, das ist halt so ein rosa Ton, aber ja,
halt mit, wenn man möchte, mit Schimmer. Oder man macht ihn sich einfach so drauf, dann ist es halt pinky. Ne? Aber ich bin halt eher so der Schimmer-Typ. Ja, riecht natürlich auch dementsprechend nach Erdbeere. Ach, es ist so geil. Ich finde es total großartig und ich finde es schön, dass mein Freund sich das ausgesucht hat, um das mir zu wichteln. Als eins der zwei Sachen, die er mir erwichtelt hat. Denn das Highlight, was er mir geschenkt hat, ist natürlich hier Christmas Star Limited Edition Make-up Collection. Mega geil, dass er das ausgesucht hat, finde ich so großartig. Ich habe einfach den besten Freund. Der smells like gingerbread. Also das schmeckt nach, schmeckt vor allem, ne? Riecht nach Lebkuchen. Das ist auch eine Collection. Da hast du einmal die Mini Better Than Sex Mascara. Und dann hast du ein Lipgloss auch mit dabei. Der ist so hübsch. Ja, hat er eine Farbe? Ginger Snap. Genau, das ist dieser hier, der ist mit dabei. Ist auch so hübsch, ne? Der hat so silberpink Glitzerpartikel mit drin. Oh. Ja, und auch so ein bisschen bläulich, ne? Also der ist wirklich sehr transparent. Der ist halt oberhalb da drauf. Genau. Der riecht einfach nur süß, glaube ich. Ich rieche nicht so viel. Ich rieche jetzt auch vor allem den Tee, der hier neben mir steht. So, und jetzt kommen wir zum Herzstück der Kollektion. Und zwar ist hier halt dieses, ne, hübsche Ding drin. Das ist total süß und es hat Glitzer und da ist ein Lebkuchenmädchen drauf und das sind 20 Lidschatten und 2 Blushes und 2 Highlighter hier drin. Das heißt, man kann das Lebkuchenmädchen aufklappen und hat hier schon, ach guck mal, das ist sogar Chestnuts Roasting. Hier hast du sogar einen Bronzer auch mit dabei. Ich klappe das erstmal komplett auf, weil dann kannst du es auch sehen. Ich denke, dass ich das demnächst auch mal schminken werde. Oh, es ist so wunderschön. Ne? Ah, die Fännchenform ist jetzt nicht mein absoluter Favorit, also dieses Dreiecksgedöns, ne? Aber es sieht einfach hammerschön aus. Also es ist einfach klasse. Feliz Navidad, dieser Grünschimmerton, der spricht mich. Spricht er mich an. Ja, der spricht mich sehr an. Was mich auch, so frosty. Ich mach mal hier so ein bisschen, ne? Das kann man ja auch so machen. Ja, da kommt es halt mit dem Finger jetzt gerade nicht so gut bei. Dann Prance Around. Ich weiß gar nicht, was das heißt. Oh, so ein schöner Goldton. Voll hübsch. Einen machen wir noch, weil ich habe ja noch einen kleinen Finger. Bells and Whistles. Ui, der ist schön. So, hier haben wir die Fingerswatches. Und dann gucken wir mal an. Upsala. Wie der hier geblieben. Wieder so hier so wirkt. Ich mache einfach hier so drauf. Ja, ich, ne, bin halt, wie gesagt, kein Ultra-Pro im Swatchen. Aber das erwartet man, glaube ich, auch jetzt nicht so. Okay, ja, ne? Oh, ich stehe drauf. Ich finde es wunderschön. Also da kann ich richtig was mit zaubern und da habe ich richtig Bock drauf, das zu benutzen. Und ja, nam nam nam. Richtig geil. Ne? Und dann halt hier so die beiden Blushes, die beiden Highlighter und hier ist noch der Bronzer mit bei. Und das riecht wirklich nach Lebkuchen, also richtig, richtig toll. Und es ist halt magnetisch, ne? Das hält auch einfach ganz toll. Also dieses Gingerbread-Mädchen ist magnetisch und hält das alles zusammen, glaube ich, oder? Ja, die ist magnetisch. Es ist so hübsch. Es ist so hübsch. Echt. Oh, und es ist so schön, dass ich jetzt hier die ganzen Geschenke zeigen kann und auspacken kann und so mit dir zusammen oder mit euch zusammen. Und ja, die dann halt auch jetzt endlich benutzen kann, weil ich lag jetzt ja ein paar Tage flach und hatte halt nicht die Möglichkeit, das abzufilmen. Dementsprechend, ja, stand es hier alles in meinem Zimmer und ich konnte es nicht auspacken. Und das ist dann immer so ein bisschen schade, finde ich. Naja, aber so ist das nun mal. Und manchmal wird man halt krank und diese Tücher sind nicht zum Make-up entfernen geeignet. Das sind hier diese Reinigungstücher für Babys, die ich normalerweise eigentlich für Sammys Ohren nehme. Aber ich habe hier gerade keine anderen da. Egal, gut, ja. Ich glaube, das ist tatsächlich sogar das einzige dekorative Kosmetikgedöns gewesen. Also das einzige, ne, das hat mein Freund mir geschenkt. Voll gut von ihm. So, und weiter geht die wilde Reise. Ich habe auch was zugeschickt bekommen von Dr. Pierre Rico. Das kam halt Heiligabend an. Das habe ich dann ausgepackt und dementsprechend ist es für mich auch wie ein Weihnachtsgeschenk, weil es kam halt Heiligabend an. Da habe ich hier ein Briefchen bekommen. Da steht drauf, liebe Partnerin, Sie haben sich gewünscht, mit unserer Marke Dr. Pierre Rico kollaborieren zu wollen und wir bedanken uns dafür. Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit. Ich freue mich auch sehr. Ich habe auch schon das ein oder andere Paket bekommen. Ich finde das immer sehr, sehr interessant geschrieben, weil die sind ja eigentlich eine französische Firma. Dementsprechend, ne, die haben auf Deutsch geschrieben. Finde ich echt cool. Mit großer Freude erreichen
überreichen wir Ihnen heute unsere Produktauswahl. Wir hoffen, dass Sie sich über diese Produkte freuen werden und dass Sie schnell Ihre Beauty-Routine integrieren werden. Ja, alle Produkte und unsere Neuheiten können Sie auf unserer Website unter www.rico.com/de-de/ bis bald auf rico.com/de-de/ das Internetteam von Dr. Pierre Rico. Dankeschön. Und da habe ich tatsächlich zwei Produkte bekommen jetzt für den Winter. Einmal die Cold Cream SOS Balm. Und das ist eine Creme, die du für dein Gesicht benutzen kannst. Und zwar kannst du die morgens als dünne Schicht aufs Gesicht geben, anstatt von der normalen Tagescreme. Und maximal 8 Tage in Folge, je nachdem wie das Wetter halt ist. Jetzt haben wir es gerade echt kalt hier, also dementsprechend könnte ich mir das wirklich abends als Maske aufgeben. 10 bis 20 Minuten in der dicken Schicht einwirken lassen und dann das überschüssige Produkt abnehmen. Und dann ist es so, dass die Haut dann weniger spannend durch die ganze Kälte und Heizungsluft und so weiter springt die Haut ja auch ganz gerne. Gerade so um die Lippen herum habe ich das jetzt auch gerade echt viel. Das heißt, das kann man so als 8-Tage-Kur mehr oder weniger für die Haut verwenden, was ich geil finde. Und die gucken wir uns mal an. Ist eigentlich jetzt echt perfekt, ne? Ich habe jetzt gerade eine von Hau Cosmetics, die ich verwende morgens und abends. Aber dann könnte man das ja so im Wechsel verwenden. Es riecht schön angenehm. Schön frisch. Schön cremig. Ist halt ohne Parfüme. Oh, die ist sehr, sehr dick von der Konsistenz her. Meine Finger glitzern einfach vollkommen noch. Doch, aber die fühlt sich schön an. Oh ja, zieht auch direkt ein. Oh, das glitzert alles hier rum. Ja, läuft. Ja, ne? Also das wird auf jeden Fall von mir verwendet. Dankeschön. Also da freue ich mich wirklich drüber, weil ich kann die jetzt gerade echt gut gebrauchen. Ich brauche gerade auch so eine Pflege für diese Minusgrade, die wir jetzt gerade draußen haben, ne? Dankeschön. Cooles Weihnachtsgeschenk, passt auf jeden Fall. Und dazu gab es noch die Cold Cream als Lippenbalsam. Also die wird jetzt direkt verwendet. Das ist jetzt einfach für spröde Lippen oder gegen spröde Lippen. Kommt hier mit so einem Applikator daher und ich habe jetzt wirklich sehr, sehr trockene Lippen. Oh, das ist wie so ein durchsichtiges Gel. Fühlt sich an wie Vaseline. Sehr, sehr angenehm gerade. Boah, mega geil. Vielen, vielen Dank. Sehr geiles Weihnachtsgeschenk. Ja, ein bisschen was von meinem Papa und meiner Stiefmama quasi. Da habe ich einmal das, was hier schon im Hintergrund eingezogen ist. Das ist dieses schöne Bäumchen. Fand ich total knuffig. Das ist hier aus Holz und das hier ist so Porzellan quasi. Dieser Nikolaus, Weihnachtsmann. Ich stehe auf sowas, ne? Ja, finde ich total hübsch, mag ich gerne leiden und hat jetzt seinen Ehrenplatz bei mir als Weihnachtsdeko. Dazu gab es eine Vanilleduftkerze von Living Art. Das ist diese hier, die ist so zweigeteilt und einfach ein Stern, fand ich total schön. Ich habe nämlich bei uns im Wohnzimmer alles vollstehen mit Duftkerzen oder Kerzen allgemein. Also wir haben fast kein künstliches Licht, wir haben wirklich so ganz viele Kerzen. Gut, unser Tannenbaum ist am Leuchten, aber ne, ansonsten mega geil, finde ich richtig cool. Und ich rieche auch schön nach Vanille, also das ist richtig, richtig cool. Dann gab es hier von Milka feine Kugeln weiß. Ich liebe weiße Schokolade, ne? Weißt du Bescheid? Oh, richtig geil. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Also ein bisschen Naschi muss auch sein. Dann gab es hier noch einen Hängerli. Merry Christmas mit diesem süßen Schneemann. Oh, ist ja niedlich. Ne, sowas kann man sich auch schön ins Büro hängen oder irgendwo an der Tür hängen oder so. Richtig klasse. Und wir haben bei uns in der Glastür zwischen unserer Wohnung und der Mietwohnung quasi im Frühjahr immer so Schmetterlinge hängen. Und ich denke, dass ich das da auch dran hängen werde, ne, dass man dann quasi das hier als Weihnachtsschmuck nimmt. Passt eigentlich ganz gut. Dann hast du auch so leichte Deko da hängen quasi, weil wir das mit Saugnäpfen so dran gemacht haben und dann fällt das nicht so runter. Ja, fand ich ganz cool. Finde ich auch ganz cool. Richtig cool. Übelst cool. Und dann habe ich noch ein Briefchen bekommen für Claudia. Und dann hast du hier so ein Rentiervieh drauf und einen Tannenbaum. Genau. Und dann habe ich hier halt eine Karte mit lieben Worten und ein bisschen was Flaches war da halt auch drin. Ne? Genau. Ja, weil wir gerade am Renovieren oben sind und dann können wir das einfach am besten gebrauchen tatsächlich. Ist der Tee denn durchgezogen? Durchgezogen ja, aber er ist noch sehr heiß. Ne, nee, den kann ich noch nicht trinken. Gut, von meinen Großeltern habe ich tatsächlich Ferrero Rocher gekriegt. Oh, ich liebe Rochers, ganz ehrlich. Dass sie überhaupt noch geschlossen sind.
liegt nur daran, dass sie halt die ganze Zeit hier in diesem Zimmer standen und ich auf der Couch lag und dieses Zimmer halt, da ist eine Wand dazwischen und eine Tür. Ich hätte von der Couch aufstehen müssen. Deswegen sind die noch zu. Aber sie werden sehr schnell leer sein. Da können wir von ausgehen. Und dann gab es noch eine Karte. Die gab es für mich und für meinen Freund zusammen. Und ja, das ist halt eine schöne Weihnachtskarte. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Und da ist für mich einfach die Hauptsache und das wirklich allergrößte Geschenk, dass meine Oma diese Karte per Hand geschrieben hat. Weil meine Oma hat, ich glaube nicht, dass es Parkinson ist oder so, aber sie hat halt einen Tattrigen, also sie, die Hände zittern halt immer sehr. Und dass sie überhaupt sich da entsprechend so angestrengt hat, ich muss gerade schon wieder, ne, und mir eine Karte geschrieben hat, handgeschrieben hat, das hat mein Herz doch sehr erfüllt, muss ich sagen. Weil sowas halte ich in Ehren, ne? Da sind liebe Worte drin, auch von meiner Oma und, ja, ne? Opa hat es dann auch mit unterschrieben und so, aber ich weiß einfach, wie viel Anstrengung das ist, für meine Oma überhaupt eine Karte zu schreiben. Und ich habe das auch damals immer gesehen, wenn sie irgendwas schreibt und sei es nur ein Einkaufszettel, und hat sie immer sich das Blatt genommen, hat das Lineal darunter gelegt und hat dann immer so an dem Lineal entlang geschrieben, ne, dass sie quasi dann auch überhaupt schreiben konnte. Und ich weiß, wie viel Anstrengung das für sie ist. Deswegen weiß ich auch einfach diesen Wert dieser Karte sehr, sehr zu schätzen. So. Deswegen bleibt sie hier in Ehren. Das ist für mich immer ein ganz, ganz großes Geschenk, wenn ich eine Karte von meiner Oma bekomme. So. Ne? Das nur mal so. Dann habe ich auch noch eine Karte bekommen von meiner Patentante. Hier, diese hier, Merry Christmas and a Happy New Year. Das sind dann halt so Engel, die singen. Und meine Patentante ist Pastoralreferentin, ich glaube, so nennt man das. Hier haben wir dann ganz, ganz christliche und kirchliche Grüße, sage ich mal, drin. Da hat sie dann meistens hier noch so einen Text reingelegt, der kleine Traum und seine große Reise. Das ist dann so ein, ja, sowas, was sie dann quasi auch in der Gemeinde verteilt und so. Ne? Das ist so eine kleine Geschichte, die so ein bisschen von Ulrich Peters Lebensträume, keine Ahnung, das ist auch immer irgendwie so ein bisschen kirchlich angehaucht. Ein bisschen. Und hier hat sie nicht nur mir und meinem Freund, sondern auch Sammy ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr gewünscht. Ja. Ne? Das ist immer so, ach, sowas mag ich. Karten finde ich sehr, sehr schön zu Weihnachten. So. Dann kommen wir zu meinem zweiten Wichtel, der mir etwas gewichtelt hat. Und zwar war das der, mein Schwager in Spee quasi. Der hat mir eine Wundertüte gewichtelt. Richtig cool. Und in dieser Wundertüte, na, das jetzt hier so rauskriege, ohne hier alles durcheinander zu schmeißen, habe ich dann ganz viele verschiedene Dinge drin gehabt. Da sind so verschiedene Kärtchen drin, so kleine Weihnachtskärtchen, aber so ganz, 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 so designmäßig, ne? Dann auch so Geschenkeanhänger. Also es ist so eine Wundertüte, die konnte er so im Buchladen kaufen. Ne? Vom Grätz Verlag ist das wohl. Ja, das sind so, ich weiß gar nicht, wie man diesen Stil nennt, wenn das immer so dreieckig dargestellte Menschen quasi sind. Weißt du, was ich meine? Das ist immer ein bisschen verrückt. So Vögel. Und dann einer mit Tuba. Geil. Am geilsten finde ich übrigens diese Karte. Ne? Warum so ein langes Gesicht? Ach, ich finde die herrlich. Ja, das ist herrlich. Dann noch so eine Tüte. Solche Karten finde ich auch voll schön, wenn du so einen Adventskalender quasi hier drauf hast als Karte. Richtig schick. Dann eine Karte, wo du was reinmachen könntest in den Briefumschlag. Das hier ist, wie mir gesagt wurde, so ein Licht zum Hinstellen. Da machst du einfach ein Teelicht rein. Musst du nur irgendwie entsprechend knicken. Auch cool. Noch eine Karte. Da war noch ein Amazon-Gutschein mit dabei, denn den hatte ich mir dann von meinem Wichtel gewünscht. Ich habe ihn nur verloren. Möft. Ich glaube, der liegt neben meinem Laptop, weil ich mir was bestellen wollte. Und zwar habe ich gesagt, dass ich mir von dem Weihnachtsgeld, was ich bekommen habe, jetzt in den Geschenken, hole ich mir ein neues Schneideprogramm, sodass ich es auch endlich hinkriege, so euch hier mein Bild einzublenden oder ich rede und gleichzeitig läuft ein Video oder sowas. Das kann ich nämlich mit meinem aktuellen Schneideprogramm leider nicht machen. Und ja. Was ich mir davon holen werde, verlinke ich dir mal in der Infobox. Das ist irgendwie so ein Video Manager 2020 oder so heißt das. Und ja, das war so meine Idee. Das wollte ich mir davon holen. Genau. Und dann waren wir ja noch bei meiner Mama und ihrem Mann. Und da gab es ganz besondere Geschenke.
Erstmal habe ich von meiner Mama einen Wichtel bekommen. Total süß, ne? Meine Mama ist Grundschullehrerin und macht immer sehr knuffige Geschenke. Genau. Das haben die auf dem Weihnachtsmarkt nämlich mitgenommen für mich. Voll süß, oder? Diesen süßen Bart. Ich mag den. Diesen Holzschuhen, ne? Ja, ich feiere sowas. Okay, ach, der steht sogar von alleine. Zack. Steht er im Hintergrund. Okay, Organza-Säckchen bewahre ich auf für die liebe Madeleine. Die hat nämlich geschrieben, dass sie sowas bräuchte. Dann habe ich hier ein Briefchen bekommen. Dieser Brief ist was ganz Besonderes. Fröhliche Weihnachten. Da haben wir einen Schneemann. Ich liebe Schneemänner. Merkt man kaum, ne? Meine Mama, wie gesagt, ist Grundschullehrerin. Und sie hat die perfekteste Schrift, die ich so kenne. Ohne Witz. Ich zeige euch das mal eben kurz. Die hat echt so eine perfekte Handschrift, ne? Das ist echt krass. Liebe Claudia, dies ist ein Gutschein für einen Mutter-Tochter-Shopping-Tag deiner Wahl. Ho, ho, ho. Ich wünsche dir kuschelig warme, himmlisch ruhige, wahnsinnig erholsame, kalorienbombige, engelschöne und rentierstarke Weihnachten. Deine Mama. Ist voll süß, oder? Ja, und das ist ein, nennt man das Ritual? Das machen wir ungefähr einmal im Jahr. Ja, es sei denn, ich kriege das auch zum Geburtstag geschenkt. Und dann gehen meine Mama und ich shoppen. Ja, das ist total super. Ne? Und dann machen wir halt einen kompletten Mutter-Tochter-Tag. Und shoppen halt auch ein bisschen nebenher. Das macht mir so viel Spaß. Ich freue mich da so drauf. Das ist echt cool. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, was ich für sie eingepackt habe. Ich habe ja für sie einen Kalender eingepackt. Und ich habe auch so einen Sprüchekalender von ihr gekriegt. Nimm dir Zeit für die Dinge, die dich glücklich machen. Von Grafikwerkstatt. Total super und ich glaube, ich habe ihr auch einen von Grafikwerkstatt geschenkt. Richtig geil. Her mit dem schönen Leben. Huch, läuft bei mir. Zwar rückwärts und bergab, aber läuft. Das ist so ein typisches Sprüche-Ding, was ich mir auf die Arbeit stelle. Hol den Wein, wir müssen über Gefühle reden. Ich liebe sowas. Ich liebe sowas. Richtig geil. So, und dann haben wir hier, wie mache ich das denn jetzt am besten? Ich muss ja immer den Namen von meinem Freund so halten, ne? Für meinen Freund und mich haben wir dann noch eine Karte gekriegt. Rosso, keine Ahnung, das ist so ein Bild von einem Engelchen, das Gitarre spielt, weil ich bin ja ein Gitarrenmensch, ne? Und hier haben wir, liebe Claudia, lieber, fröhliche Weihnachten und einen spannenden gemeinsamen Zirkusabend im Roncalli Weihnachtszirkus wünschen euch, ne? Mama und ihr Mann. Und dann haben wir hier für den Weihnachtszirkus Roncalli Karten bekommen. Und da habe ich euch auf Instagram auch mitgenommen. Der Roncalli-Zirkus ist nämlich einer ohne Tiere und die ziehen halt durch ganz Deutschland und waren dann zu dem Zeitpunkt in Osnabrück und dann sind wir nach Osnabrück gefahren und waren dann da im Weihnachtszirkus. Mega geil. Da nimmt man dann auch gerne ein bisschen mehr Fahrt auf sich, weil das einfach so, so schön ist. Und wo habe ich gesessen? Reihe 1, Platz 10. Voll geil. Mega geil, das hat mich so gefreut. Das war echt so, so cool. Also, wenn ihr mal was Cooles verschenken wollt, ich kann es euch sehr empfehlen. Das ist so, so toll da gewesen. Es hat richtig Spaß gemacht. Und auch, dass es so weihnachtlich war, ich fand es total großartig. Also, das war mal ein Event, ne? Ja, hat richtig Spaß gemacht. Ja, und das waren tatsächlich die Weihnachtsgeschenke, die ich bekommen habe. Es waren so, so schöne Geschenke von Herzen, also die haben mich alle so gefreut, weil es alle so gepasst hat. Ich muss gleich nochmal kurz den Amazon-Gutschein suchen, den ich verloren habe, den ich aber sehr, sehr gut gebrauchen kann und dann gleich einlösen werde. Ihr Lieben, das waren meine Weihnachtsgeschenke. Weihnachten ist leider schon vorbei, ne? Aber es hat mir sehr viel Freude bereitet, doch, auch wenn ich krank geworden bin, aber trotzdem war es ein schönes Weihnachten. Ja. Ich hoffe, ihr hattet auch ein schönes Weihnachten und euch hat das Video gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst dem Video das sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlists mit den ganzen, ich sag mal, Holz. Ja, Holz passt. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich, mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.